IWA 2023. Wir sind auf dem Stand von Professor Optik. Neben mir steht Dennis Sturhan. Hi, grüß dich. Dennis, grüß dich. Du hast mir in Dortmund gesagt, dass es was Neues kommt, dass du es bei der IWA vorstellst. Genau. Jetzt hast du es schon in Salzburg vorgestellt. Das ist auch schon gut angekommen. Exakt. Nichtsdestotrotz wollen wir es jetzt hier aber auch nochmal vorstellen. Nennt sich Zugspitze, ist ein Fernglas und hat ein paar interessante Features. Genau, das ist unsere neue Zugspitze. Ist ein mit ED-Glas, also ein Vollapokromat, spezielle Vergütung, spezieller Linsenaufbau mit Abbe-König-Prismen. Das sind im Prinzip die hochwertigsten Linsen, die man dort einbauen kann. Optisch alles, was man in ein Fernglas reinpacken kann, haben wir hier gemacht. Mhm. Wir haben eine sehr gute Lichttransmission von 93%. Wir haben auch sehr, sehr gute Seefelder. Beim 10er liegen wir bei 113 Meter, beim 8x42 liegen wir bei 124 Meter. Okay. Ist natürlich stickstoffgefüllt, nanobeschichtet, alles, was ein modernes Fernglas haben kann und muss. Ja. Und sag mal, im Vergleich zu den Marktteilnehmern bieten wir natürlich hier auch wieder einen sehr, sehr attraktiven Preis, weil das 8x42 liegt bei 539 Euro und das 10x42 ist 10 Euro teurer, liegt bei 549 Euro. Okay. Ist es schon verfügbar? Das ist im Zulauf, ist aktuell im Container, so vier, fünf Wochen Laufzeit noch und ich denke mal so Ende April wird es auch gecheckt bei uns im Regal liegen und wird verfügbar sein. Okay, ich muss mal, weil du Container sagst, da muss ich nochmal nachhaken. Es wird ja immer sehr viel auf dem Thema Made in Germany drauf rumgeritten, aber mittlerweile sind ja optische Produkte halt einfach auch ein globales Produkt, oder? Also das heißt, man kauft dann halt einfach auch Wissen aus anderen Ländern dazu, oder wie macht ihr das? Ja, also klar wird einem so ein Produkt, sucht man sich das aus oder so, aber man gibt ja schon irgendwie vor. Wir haben ja wieder, wie bei all unseren Ferngläsern, im Prinzip hier auch unser eigenes Design aufgelegt. Ja, die Zugspitze ist hier abgebildet. Auf dem, also dem Softpower kommt nach wie vor aus Deutschland? Kann man so sagen, ja. Ja, also, okay. Standardmäßig, es ist nicht so, dass wir in China ins Regal greifen und irgendwas rausgreifen, sondern wir sagen ihm schon genau, wie das aussehen muss vom Design und auch was in der Optik drin sein soll. Ja? Also dieses Fernglas hat es in der Bauform vorher gar nicht gegeben. Ja? Also auch die Idee, in so ein kleines, kompaktes Fernglas ein Abbe-König-Prisma einzubauen, ist neu. Ja? Okay. Gewichtmäßig, kannst du dazu was sagen? Es liegt um 800 Gramm. Okay. Also trägt auch nicht allzu dick auf, ne? Nee, also es... Zugspitze. Eine Frage noch. Du hast ja, oder ihr macht das ja immer so, dass ihr spezielle Namen sucht. Warum jetzt Zugspitze, warum Ammersee? Genau, also. Kannst du dazu noch kurz ja, klar. Also, alle unsere Ferngläser sind nach Bergen benannt. Unser Einstiegssegel Fichtelberg ist ein sehr kleiner Berg mit 917 Meter. Und hier ist jetzt natürlich unser Premium-Produkt, unser Flaggschiff. Mhm. Und das heißt halt eben Zugspitze, weil es der größte Berg in Deutschland ist. Ja. Mhm. Und bei den Zieloptiken haben wir das nach Gewässern benannt. Staffelsee ist relativ klein, Königssee etwas größer. Und dann halt eben also Ammersee. Fluss, genau. Umso höher der Berg, umso... Exakt. Und da kann ich schon sagen, da ist der Bodensee ja noch offen, ja, als größter See Deutschlands. Da unterhalten wir uns vielleicht auf den nächsten IWA dann. Okay, also, wenn ihr natürlich mehr wissen wollt, dann guckt ihr natürlich auf eure Internetseite. Die nennt sich professoroptiken.de. professor-optiken.de. Ja. Und im Download-Bereich haben wir tatsächlich schon unseren neuen Produktkatalog. Da findet ihr auch alle Infos über dieses Produkt und alle anderen so Produkte. Genau. Okay. Und da du ja auch jetzt stolzer Partner von Olfa Hunters, Olfa Shooters bist, könnt ihr natürlich über dieses Fernglas dann halt demnächst auch bei Olfa Hunters, Olfa Shooters ein paar Sachen nachlesen. Exakt. In diesem Sinne. Ich danke Vielen Dank. Dir. Maximale Erfolge auf der Messe. Danke, danke.